In der Klinik am Südring kümmert sich das Team der Notaufnahme um einen verletzten Mann, der von einer Joggerin im Wald entdeckt wurde und aus unerfindlichen Gründen völlig orientierungslos ist. Also Notfallkontakt ist wohl schon längst informiert, sagte Carola gerade. Die muss hier demnächst aufschlagen. Ist gut, hier wir machen eben noch mal kurz weiter. Ne? Ja. Genau. Also das sieht nach einem Schädel-Hirntrauma aus. Also wir müssen auf jeden Fall eine CCT machen. Vielleicht können Sie die bitte anmelden. Ja, kann ich ja anmelden. Okay. Jetzt für mein Verständnis. Der Patient wurde jetzt von einer Joggerin im Wald gefunden. Ja, er ist im Wald gefunden worden. Desorientiert, Platzwunde am Kopf. Generalisiert so ein bisschen Schmerzen. Das Portemonnaie war ein paar Meter entfernt. Selber kann er keine Aussagen tätigen. Sie sehen ja, der ist nicht orientiert, jetzt aktuell auf die Fragen auch nicht adäquat reagiert. Insofern unklar, könnte natürlich auch ein Gewaltverbrechen im Raum stehen. Oh je. Wir sollten auch ein Drogenscreening machen. Kann ich ja nachmelden. Ansonsten, also ich habe ihn gerade abgehorcht, das hört sich soweit gut an. Ja. Die Pupillen waren auffällig weit. Initial dachten wir dann, es könnte sich um ein Schädel-Hirntrauma oder vielleicht auch um eine Intoxikation mit Drogen handeln. Aber im weiteren Verlauf hat sich dann herausgestellt, dass eine ganz andere Ursache dafür verantwortlich war. Ja? Ganz kurz, Heinz, kurze Frage. Hier draußen steht die Frau Reiter. Sie gibt an, sie ist die Freundin des Patienten. Wer den Notfallkontakt hat, kannst du kurz reinkommen? Sie kann kurz reinkommen, ja? Frau Reiter, einmal bitte kurz reinkommen und sich hier bitte auf die rechte Seite gehen würden. Ihr Mann wurde jetzt, oder Freund wurde eingeliefert. Der Kollege macht jetzt gerade nochmal ein schnelles Ultraschall. Heinz, kurze Frage. Okay, dann mache ich alles vor. Die Pupillensituation bei der Einlieferung, hat die sich bestätigt? Ja, hat sich bestätigt. Ist absolut unklar jetzt auch. Kann ich eigentlich jetzt auch mit dem Schädel-Hirntrauma nicht hundertprozentig in Einklang bringen. Okay. Ja, wir machen das natürlich jetzt, aber ein Drogenscreening läuft auch. Okay. Da wollte ich Sie direkt fragen. Ja, ist Ihnen da irgendwas bekannt? Nimmt er manchmal Substanzen ein, zum Beispiel auch sowas wie Kokain, Amphetamine, sowas in der Richtung? Nein, überhaupt nicht. Ist Ihnen denn irgendwas aufgefallen in der letzten Zeit? Er ist nämlich im Wald alleine aufgefunden worden von einer Joggerin. Ja, wir wissen jetzt nicht genau, ob es sich da um Gewaltverbrechen handelt. Also ist Ihnen irgendwas... Gewaltverbrechen? Ja. Ich verstehe gerade überhaupt nicht, warum er im Wald gefunden wurde. Also, er wollte eigentlich mit seinem neuen Freund Jörg oder Jan, keine Ahnung, der wurde mir nicht vorgestellt, wollten die sich eigentlich in der Stadt treffen zur Wohnungsbesichtigung? Ja, gut, das klingt jetzt erstmal nicht nach einem Spaziergang im Wald, das ist ja ungewöhnlich. Gut, und nimmt er irgendwelche Medikamente ein? Also nicht, dass ich wüsste. Also er erzählt mir eigentlich alles, weil wir wollen zusammenziehen. Wir haben auch ein total enges Verhältnis. Und sowas würde er mir sagen. Okay. Die Freundin konnte uns nicht wirklich weiterhelfen und war genauso ratlos wie wir, was jetzt mit ihrem Freund hier gerade passiert ist. Da die Auffindesituation jetzt so unklar war, würde ich der Polizei auch Bescheid geben. Das ist eine reine Formalität, aber ich denke, in dem Fall sollte man das tun. Wir wollten uns ja eigentlich nach der Wohnungsbesichtigung in der Stadt treffen. Das ist ja heute erstmal vom Tisch. Eine Hirnblutung, keine Verletzung der Schädelkalotte, kein Hirndruck. Gar nichts. Das Tox-Screening kommt komplett negativ, Blutwerte sind normal. So, wir sind wieder da. Auffälligkeit. Hallo. Ja, wie besprochen. Ja, wir reden gerade über den Patienten Lang schon. Haben wir auch gerade. Okay. Beim Umlagern des Patienten ist das aus seiner Hose gefallen. Was ist das? Ist das ein Darmbinde, genau. Ja. Und er hat auch welche im Slip. Also. Okay. Also das hatte ich bis dato auch noch nicht erlebt. Als wir mit Herrn Lang in der Radiologie waren, mussten wir ihn natürlich umlagern, ihn auch entkleiden. Und da ist mir eine Darmbinde ins Auge gefallen. Also er hatte die nicht nur im Slip, er hatte auch noch mehrere in der Tasche. Und das ist schon sehr ominös. Und da musste ich auf jeden Fall unseren Arzt drüber berichten. Die Frau ist ja vorne, die Freundin von ihm, die Frau Reiter. Die hat ja auf deine Nachfrage gesagt, Vorerkrankungen sind ja nicht bekannt. Nichts bekannt, keine Medikamente, keine Drogen. Ich mach so, ich hol die dazu. Ja, das wäre gut. Dann befragen wir die nochmal. Genau. Schau mal, ob wir aus ihm was rausgehen vielleicht. Ne? Ja, das haben wir eben auch. Hallo, schon. Herr Lange. Können Sie mich hören? Ich muss weg. Ja? Ich muss weg. Wo müssen Sie denn hin? Sie bleiben erstmal hier, ne? Genau, Termin, ich muss. Ja. Das ist jetzt erstmal nicht wichtig. Nee, lassen Sie das mal. Nee. Das lassen Sie aber schön dran, sonst muss ich Sie neu anstecken. Das wollen wir lassen Sie es mal. Heinz, Frau Reiter kennst du ja bereits. Ja, genau. Genau, ich denke mal, es ist am besten, wenn wir hier bei Ihnen sprechen. Ne? Also erstmal ist alles gut, ja. Die CT-Aufnahme vom Schädel, da war alles in Ordnung, am Gehirn ist nichts. Auch das Drogenscreening kam jetzt negativ. Alle Laborwerte sind völlig normal. Er klart so ein bisschen auf, ist aber immer noch desorientiert. Weiß noch nicht so genau, wo er ist. Aber eine Sache war jetzt hier auffällig.
Er hatte in seiner Unterhose einen Darmslip. Haben Sie das schon mal bei ihm gesehen? Nein, ich bin jetzt gerade ein bisschen sprachlos, weil davon weiß ich überhaupt nichts. Ja, seltsam. Also das ist mir komplett neu. Ja. Was jetzt auch noch im Raum steht, ist diese fragliche Gewalttat. Ne? Er ist ja unter diesen seltsamen Bedingungen im Wald aufgefunden worden. Ich verstehe das immer noch nicht. Die Polizei hatten wir informiert, die wird sich sicherlich heute bei Ihnen auch noch mal melden, um der Sache näher nachzugehen. Ich würde vorschlagen... Also er sagte eben auch die ganze Zeit immer irgendwas von Gartenarbeit und von irgendeinem Termin. Wissen Sie da irgendwas drüber? Der hatte nur einen Termin in der Stadt zur Wohnungsbesichtigung mit seinem Freund Jörg oder Jan, keine Ahnung. Ich traue dem Typen nicht so, der ist so ein komischer Typ. Der wirkt so ein bisschen so ein bullig, wie so ein Türsteher oder ein Geldeintreiber. Okay. Das können Sie ja alles der Polizei dann noch erzählen. Vielleicht können die den ja ermitteln. Wir kümmern uns jetzt erstmal hier um seine Verletzung und um seinen Zustand und würde ich Sie bitten, morgen früh auf Station zu kommen. Ja? Er ist jetzt hier versorgt, Sie müssen sich jetzt mal hier unmittelbar keine Sorgen mehr machen. Zumindest nicht in diesem Moment. Doch sowohl medizinisch als auch privat liegt bei Julias Freund einiges im Argen. Wieso Oliver desorientiert im Wald gefunden wurde, was es mit den Damenbinden auf sich hat und welche Rolle sein dubioser neuer Bekannter bei allem spielt, enträtselt sich tags darauf. Was sind Sie denn hier? Ja, hallo. Ja, das ist der Jörg. Habe ich dir schon erzählt. Wir sind Freunde, sind wir doch. Du hast mir noch gar nichts von ihm erzählt. Und überhaupt, wie geht's dir jetzt eigentlich? Geht's dir besser? Ja, geht mir schon viel besser. Was war denn eigentlich los? Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht erklären. Ich habe keine Erinnerung. Es wurde was von einem Überfall gesagt. Man hat dich im Wald gefunden. Da weiß ich überhaupt nichts von. Und das hier, diese Slipanlage, die hattest du in der Tasche. Ja, das brauche ich für den Sport, brauche ich das. Für was für ein Sport? Wir sind ja im Kampfsportverein. Ja, mein Hodenschutz ist noch nicht da. Ich habe einen Hodenschutz bestellt, den brauche ich für den Sport. Und deswegen habe ich jetzt erstmal diese Einlagen benutzt. Wenn man mal ganz ehrlich ist, also egal ob Kampfsport hin oder her, aber das kann doch keinen Hodenschutz ersetzen. Ja, wir was machen... Was für ein Kampfsport soll das dann sein? Ja, Judo. Karate. Also mal Leute, wollt ihr mich verarschen? Judo, Karate? Spätestens als die beiden sich dann widersprachen, welche Kampfsportrichtung sie denn da gemeinsam durchführen, da war klar, dass da ein anderer Grund für das Tragen einer Damenslip-Einlage vorliegt. Was ist hier los? Tom, erzähl's. Ja. Wir kennen uns nicht vom Sport. Wir sind beide in einer Selbsthilfegruppe für Inkontinenzprobleme. Ich habe halt seit längerer Zeit immer wieder mal das Problem, wenn ich was Schweres trage oder mal heftig lache, dann tröpfelt es halt mal. Ja? Und es wurde halt immer mehr. Dann bin ich zum Urologen gegangen und der hat gesagt, es ist eine genetisch bedingte Prostatavergrößerung. Ist aber nicht so schlimm. Und er hat mir Medikamente gegeben und ja. Was hat er Ihnen denn gegeben? Ich weiß nicht, wie das Medikament heißt, aber ich glaube, der Wirkstoff nennt sich Oxybutynin-Hydrochlorid. Ja, genau. Das und ist hatten das, Sie ja. das regelmäßig eingenommen? Ich soll dreimal am Tag eine halbe Tablette davon nehmen. Also die Standarddosis. Wenn ich einen wichtigen Termin habe oder so, dann nehme ich auch schon mal was mehr, um auf Nummer sicher zu gehen. Ja. Was meinen Sie jetzt mit ein bisschen mehr? Ja, 2, 3, vielleicht auch mal 4 am Stück. Ja, das kann schon mal vorkommen. Gut, das ist natürlich deutlich zu viel. Ne? Das erklärt, was Sie gestern hatten. Die Nebenwirkungen dieser Tablette können ein Delir sein. Große Pupillen, ja, diese Desorientierung und natürlich dann auch mit einer Sturzfolge. Also ich kann mir das jetzt, glaube ich, ganz gut erklären. Ja, in diesem Fall hat falsche Medikation zu dem Unfall ganz eindeutig geführt. Und Überdosierung von Medikamenten kann gefährlich werden. Deswegen ist es wichtig, auf die genauen Dosisangaben des Arztes zu achten und nicht ohne ärztliche Rücksprache eigenständig Dosisänderungen vorzunehmen. Gut, also das wird jetzt noch ein bisschen dauern, bis das aus Ihrem System alles ausgewaschen ist. Sie werden sicherlich hier noch 2, 3 Tage zur Überwachung bleiben. Aber in Zukunft halten Sie sich da bitte dann an die Dosiervorgaben Ihres Urologen. Ne? Ich lasse Sie dann jetzt mal alleine, ja? Ja. Gut. 3 Tage später durfte Oliver heim. Seit der Versicherungsmakler seine Medikamente exakt nach ärztlicher Anweisung einnimmt, hat er die Inkontinenz im Griff. In wenigen Wochen beziehen der 45-Jährige und Freundin Julia ihre erste gemeinsame Wohnung.